Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. So, wir haben in der letzten Folge das Medium Yuna kennengelernt und sind in einen Tempel eingedrungen. Und es wird Zeit, dass wir die Insel verlassen. Oh. Wir haben ein Problem. Zeit für den nächsten Bossfight. Das können wir schaffen. Jetzt komm schon. Oh. Wir sollten mal schnell einen Trank benutzen. Der Sprung hat uns dann doch schon zugesetzt. Jetzt geh endlich drauf. Und der nächste Sprung. Den konnten wir aber gut wegstecken. Jetzt geh drauf. Wer ist das hier eigentlich? Unbekannt. Hä? That's enough. What's with that guy? Himari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardian. Huh? Mm-hmm. Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Mm. But he has protected me since I was a child. Hmm. Sehr lobhaft. Wir haben ein Schwert bekommen. Oh, vor allem Ausrüstung. Wir haben jetzt hier das Bruderherz angelegt. Das hat einen die Ability Angriff plus 5, also wir machen mehr Schaden. Haben uns heute das Wissensdurst bekommen, das brauchen wir aber nicht. Ganz wichtig, wir haben aber im Tempel haben wir den Weisenstab bekommen. Den sollten wir auf jeden Fall anlegen. Ja. Da oben sind zwei Spheroiden und Truhen, da kommen wir aber noch nicht ran. Aus einem bestimmten Grund. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Boah, das sieht richtig schön aus. Oh. A flyer! That's your department, right? True, true. But, why don't we let our summoner show us what she's made of? Wir würden das auswechseln. Während des Kampfes können mit A Charaktere, die nicht beteiligt sind, beliebig eingewechselt werden, ohne dass eine zeitliche Verzögerung eintritt. Dann einmal her mit dem Medium. Your first real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Die Beschwörung. Yuna kann während des Kampfs mit dem Befehl Beschwören Bestia herbeirufen. Dieser Befehl steht nur Yuna zur Verfügung und kann im Kampf jederzeit benutzt werden. Bestia verlieren HP, wenn sie im Kampf verwundet werden. Wenn die HP auf Null fallen, verschwinden sie und sind danach für eine gewisse Zeit nicht verfügbar. Die HP der Bestia werden an Speichersphärien geheilt. Dann beschwören wir nochmal Falfaris. Hallo, Kumpel. Du machst das schon. Falfaris kann mir mal angreifen, kann aber auch die Schallschwieger benutzen. Na. Danach können wir gleich noch ein zweites Mal angreifen. Machen wir mal einen normalen Angriff. Ja, der macht schon ein bisschen mehr Damage. Greifen wir mal normal an, dann greift der einmal an und dann können wir gleich zweimal angreifen.
Jo. Ich würde ja gerne mal die Ekstase benutzen. Okay, wenn wir jetzt einmal Schallschwingen benutzen, kann er danach wieder einmal Angriff, genau, dann zweimal. Jetzt greifen wir nochmal an. Er greift an. Aber wir haben ja schon gleich die Ekstase aufgeladen. Sollten wir uns aber auch noch aufheben. Oder wir könnten... Nur zur Info, hier, Verfahrenster 2 hat einmal den Laserstrahl und den Solarisstrahl. Wir greifen jetzt aber nochmal mal an, weil er nur noch 9 AP hat, das er jetzt verschwendet. Und er ist tot. Du, 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 du. Ja, jetzt hat nur Yuna bekommen, weil nur sie am Kampf beteiligt war. Es gibt aber einen ganz einfachen kleinen Trick, wie man dafür sorgt, dass jeder einmal dran kommt. Das ist gar nicht so einfach. Oh Gott. Ja, gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so schwierig. Schon wieder ein großer? Another one of those. No problem. Leave this one to me, yeah? Say good night, Birdie. Jetzt kommen wir zum Blindhieb. Tex. Den verpassen wir zum Blindhieb. Und er ist blind und seine nächsten Angriffe gehen daneben. Flup. Okay, mit V konnte man abwehren lassen. Dann können wir jetzt einfach mal zu Tidus wechseln. Einmal alle abwehren. Und dann kann angegriffen werden. Dann waren alle einmal dran und es kann angegriffen werden. Sollte kein Thema sein. Ja, Yuna wechseln wir mal aus zu Lulu. Weil bei den Viechern kann man gerne mal so ein bisschen zaubern. Ist auch erstmal egal welcher, machen alle schön Damage. Es sei denn, es wird halt gesagt, dass ein Zauber oder gesagt ein Elementtyp mehr Damage macht. So. Die Blindheit von dem Viech ist vorbei. Da kann man nochmal den Blindtyp hinterher setzen. Kein Thema. Damit sollte der Kampf schon geschaukelt sein. Jetzt geh drauf. Also mittlerweile habe ich mich auch an die Musik gewöhnt. Kein Thema, kriegst du easy hin. Sehr schön, alle außer Ludo haben ein Level bekommen. Oh, ein Blindwappen. Was ist denn das? Okay. Blindschutz kann man mal anlegen. Bei ihm bringt das schon ein bisschen mehr. Ja. Halt, Zauber ist scheiße. Bei Zaubern ist das eigentlich scheißegal, ob die blind sind oder nicht. Bei denen ist es eher schlimm, wenn die verstummt sind. Ah, jetzt nochmal einmal zur Übung. Bauen wir erstmal ein bisschen auf. Okay, da wechseln wir einmal Yuna ein und, na, wir verteidigen einmal. Und jetzt kommt die verehrte Schwarzmagierin und einmal Blitz und easy going. Boah, endlich kommen wir durch die Kämpfe. Darauf habe ich gewartet. Do, 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 do. Ja, da kommen jetzt mal ein paar Level zusammen. Wir sollten auf jeden Fall, bevor wir das Schiff betreten, auf jeden Fall unsere Level einmal rein investieren. Und dann geht es hier entlang, über den roten Pfeil hinterher. Ja. Hier speichere ich das auf jeden Fall nochmal. Ja, komm, auf dem können wir eigentlich speichern. Aber ich dürfte nichts verpasst haben. Jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, einmal leveln. Ganz wichtig. Treffer ist gestiegen. Moment, wir müssen...
müssen wir lang? Ich meine, wir müssen... Ja, hier lang. Bewegen. Runter. Und einmal MP steigen um 20. Sehr schön. Baka war in die Richtung, oder? Ja, das müsste... Ja, das war in die Richtung. Halt, Moment. Wir können ja zwei Level. Weil mich nicht alles täuscht, dann dürfte... Jawohl, der Stummhieb sein. Ja, wir sind richtig. Treffer um 2. Geschick um 2. Dann hier runter. Und hier haben wir Ex-Eis. Hilft uns jetzt noch nicht so wirklich weiter, aber wir haben die ganzen Sphäre-Level schon mal verteilt. Na, wir haben gespeichert. Hier ist es wichtig, bitte einmal mit allen sprechen, die gehen. Dann kann man nämlich mal... Ich wusste immer, dass dieser Treffer bekommen würde. Ich glaube von ihm. Na? Sie geht also wirklich. Ein Abschiedsgeschenk von uns allen im Dorf. 400 Gil. Dann... Gab es hier noch eine Truhe? 200 Antidot. Können wir gut gebrauchen. Es gab aber noch etwas. War das von ihm? Oh Mann, ich wollte noch so viel sagen. Aber nicht Juna so sehr viel mehr einfach die Worte. Lass mir jetzt vor dem Monster. Gib das bitte Juna. Ein Äther? Geht bitte gut auf Acht auf Juna. Nimm dies, es wird bestimmt nützlich sein. Drei Phönixfedern. Reiset wohl, möge Jevon mit euch sein. Nehmet dies als Geschenk, ein altes Stück aus dem Tempel. Einen Reisering. Ich werde nicht weinen. Nein, niemals. Jetzt verstehe ich, warum nicht alle zum Abschied kommen. Wenn ich hier so stehe, wird mir ganz traurig zumute. Gut, dann können wir aufs Schiff gehen. Und Bisade verlassen. Ist bestimmt nicht ganz einfach. Goodbye. Lebt wohl. Ja, so ist ein Abschied nun mal. Und wir sehen die Karte zum ersten Mal. Von Bisade geht es jetzt einmal los zur Insel Protakilika. Aber das dauert erstmal ein bisschen, bis wir da sind. Und was machen wir so lange? Ein bisschen Unsinn. Natürlich. Oh, wo schaust du denn hin? Hi, Lulu. Oh, Juna und Kimari. Oh, wir wurden entdeckt. Sorry. Nun gut, wir haben noch den Reisering bekommen. Den sollten wir vielleicht mal an Juna weitergeben. HP plus 10. Kann man mal machen. Hallo Wacker. Come to think of it, I haven't told you where we're going. First to Kilika Island.
Then we change boats and head for Luca. For that, though, Yuna's gotta pray at the temple. I'll be guarding. We'll be praying for the Aurochs victory, too, so you come along, yeah? Great plan. Hey, it is a great plan. Don't look at me! Ich meine, wir konnten jetzt hier noch etwas erledigen auf dem Schiff. Okay, das ist noch nicht hier. Wir gehen erstmal unter Deck. Oh, that's fascinating clothes you're wearing. Hä? Yeah, filthy, filthy. These won't sell. All me name's not a Waka. Was? Don't look like you got much money either. I've no business with you. Out of me way. Who do you think you are? A Waka the 23rd. Merchant extraordinaire. A Waka the who? Don't know me? Well, not many do. Not yet. Oh. Hat für jemand ein paar Komplexe. Hier haben wir einen Speicherverrieben und eine Truhe, ein Heilmittel und es gibt einen kleinen Trick. Hier ist ein Koffer. Wenn man gegentritt, kann man Potions erhalten. Und zwar genau, bis man 20 hat. Dann machen wir jetzt ein paar Mal. Einfach um ein paar auf Vorrat zu haben, das kann gar nicht so nutzlos sein. Wie viele haben wir? Ah, 6 gehen noch. Also das würde ich auf jeden Fall euch, wenn ihr dieses Spiel auch noch spielt, würde ich das euch auf jeden Fall empfehlen. Einfach, es gibt dir einfach diese Sicherheit, allein schon von HP, du kannst halt auch mal ein bisschen rein investieren in die Heilung. Das müssten jetzt 20 sein, jawohl. Wenn wir jetzt mal gegentreten, passiert nichts mehr. Gut. Gehen wir doch mal hier entlang. Ein Schild mit der Aufschrift Antriebsraum. What the heck is that? What the heck is what? What is this place? The power room, like it says on the door. Yeah, but why the big birds? What's so strange about chocobo power? Chocobos? Those are chocobos? What? You've never seen a chocobo? What kind of backwater island did you come from, anyway? Ach, ja. Miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. Die guten alten Chocobos. Und hier haben wir Albert Lexikon Band 3. LSC. Gut zu wissen. Das wollte ich noch holen. Ich glaube, bei Waka war es noch nicht so sinnvoll, jetzt erstmal zu shoppen. Es war erst, glaube ich, jetzt ab Luca sinnvoll. Hey, Waka, mach Platz. Word is, that summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? Okay, Sir Braska? Welcome. So, is Yuna's father famous or something? She's the daughter of High Summoner Braska. You saw his statue at the temple. Lord Braska defeated Sin 10 years ago. Yuna's the heir to a great legacy. It's tough when your father's famous. Huh? Waka's a bit lacking. In the imagination department. Huh? Oh. Thanks, Lulu. I'll keep that in mind. Okay, gut zu wissen. Also Waka ist nicht so der Schnellste. Sprechen wir nochmal mit Yuna. Wie geht's dir? Nachdem du deine Heimat verlassen hast? Oh Gott.
The wind. It's nice. Mmm. You're a blitzball player, aren't you? From Xanarkin, right? You hear that from Waka? Mm-hmm. Waka. Waka doesn't believe me at all. But I believe you. Huh? Okay. I've heard in Xanarkin, there is a great stadium, all lit up, even at night. Great blitzball tournaments are held there, and the stands are always full. How do you know that? A man named Jack told me. He was my father's guardian. Yes. Jack. My father. His name is Jack. Amazing! You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Sounds like him, but it can't be him. Why not? My old man, he died. 10 years ago, off the coast of Xanarkin. I'm sorry. He went out to sea for training one day, and never came back. Tut mir leid, aber ich muss gerade ein bisschen über die Musik drüber reden. Es kann sein, dass das Vater ist, aber ich glaube nicht dran. Why, that's the day that Jekt came to Spira. Was? It's true, I first met Jekt 10 years and 3 months ago. I remember that was the day my father left. Das kann nicht sein. The date fits, doesn't it? Irgendwie schon, aber da stimmt irgendwas nicht. How did he get here? You're here? Are you not? Das ist ein guter Einwand. Wir sind schließlich auch hergekommen. Oh oh. Was ist los? Luna, halt dich fest! Halt dich fest! Nein. Oh Gott sei Dank, Kimari hat sie. Oh nein. Oh oh. Ich hab's befürchtet. Erneut begegnen wir dem Messiangeheuer. What do you think you're doing? Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under. Zin is going for Killika. We gotta distract it. Our families are in Killika. Forgive us, Lady Summoner. Wenn das in die Hose geht. Oh boy. Oh oh. Verdammt, das kann doch nur die Hose gehen. Oh
die Schurken kommen wieder. Zeit zu kämpfen. Zeit für den ersten richtigen Kampf gegen Sin. Die kennen wir ja noch. Okay. Erst einmal alle drankommen lassen. Oh, sehr schön, die Marie. So, Yuna war dran. Einmal wacker, bitte. Hier gibt es einen kleinen Trick bei dem Kampf. Den schicken wir da noch im Zehnseits. Jetzt kommt Lulu. Und jetzt greifen wir nicht mehr den an, sondern direkt den Boss. Weil wenn wir jetzt die letzten Schuppen erst noch vernichten würden, würde, sag mal schnell, würden einfach drei neue kommen. So haben wir nur noch eine und ja, wir haben weniger Probleme. Problem ist, wir müssen auf Fernkampf gehen. Einzige, was ich jetzt nur noch hier machen kann, ist einmal anfeuern. Halt für ein bisschen mehr Abwehrkraft und Angriffskraft für Wacker und Lulu. Weil die beiden sind jetzt die einzigen, mit denen wir kämpfen können. Na, einmal Blitz. Ich würde da ganz gerne mal die Exhalte von Lulu zeigen. Oder ihr sagt mal sehen. Einfach, ich habe das damals immer noch im Emulator gespielt und jetzt haben wir auf der Tastatur. Werden sie ja wohl umgeändert haben, wie es wie der Kampf ist. Okay, der hat 2000 live, also noch 1400. Hat irgendeiner Schaden genommen? Ja, Wacker könnte eine Einung vertragen. Vita! Ja, okay, jetzt braucht er auf jeden Fall wieder. Wir gehen ca. auf 200 HP runter. Und dann vernichten wir ihn. Aber richtig. Okay, nochmal ein... Na, ein Vita für Wacker. Wir können uns ja gleich danach den Kampf wieder heilen, ohne Probleme. Also der Weisenstab ist am Anfang dann doch ziemlich hilfreich. Eigentlich schon, weil man dann durchschauen kann. Sehen wir genau, wann wir aufhören müssen und so weiter. Okay. Jetzt eine Heilung für Yuna, bitte. Nein, keine Schwarzmagie. Mach mal einfach mal Eis. Seht ihr mal so ein bisschen wie Zauber. Er dreht sich jetzt wieder. Das hat eigentlich, glaube ich, keine richtige Auswirkung. Wie sieht das aus? Oh, nice. Und er ist bei... Ah, ich würde es ganz gerne noch einmal... abwehren. Und dann von Lulu ein Feuer draufsetzen und dann... Ja, jetzt können wir es. Jetzt nur noch warten, bis Hühner dran ist und dann rufen wir Falfaris. Okay. Einmal abwehren. Beschwören, Falfaris. Ich weiß, die Folge ist schon längst rum, aber wie gesagt, bei Bosskämpfen mache ich das gerne mal ein bisschen länger. Ich muss mal schauen, ob es hier wieder die kurzen Animationen gibt. Aber gut, direkt, wenn die Kampfstatistik da ist, höre ich dann hier auf. Und jetzt seht ihr einmal die Ekstase. Solaris-Strahl. Bitte auf... Solaris-Strahl! Wird aktiviert und
vernichten. 1424 Schaden. Sehr schön. Das heißt, es gibt doppelte AP für alle. Oh oh. Ich glaube, wir haben ihn ein bisschen sehr verärgert. Oh oh. Oh nein, scheiße, ich erinnere mich, was jetzt noch passiert. Machen wir das anders? Sorry, dass ich jetzt so unterbrechen muss, aber ich muss die Folge jetzt hier unterbrechen. Es wird zu groß für mich zum Hochladen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Spannend wird es auf jeden Fall weitergehen. Bis dahin. Tschüss.